Hallo liebe YouTuber und willkommen bei Gunstis Let's Play Minecraft. Episode 101. Ich wollte mal gucken, was ich gestern hier für einen Schaden angerichtet habe. Bei meiner kleinen Aktion. Ja, ich habe hier mal ein kleines Loch gemacht. Hab euch jetzt auch mal direkt gezeigt, wie man eine Mikrosingularität erzeugt. Die Dinger habt ihr ja schon mal gesehen. Die habe ich ja schon mal gecraftet. Und ich habe auch gleichzeitig direkt übernommen, wie man einen T-Rex zähmt. Außerdem habe ich hier das Dorf schön zerstört. Die Dinger sind richtig geil. Dann wirft die und dann zacken. Und die saugen alle Materialien im Umkreis auf. Wirklich total cool. Auch Gegner, wie man sieht, also das Hühnchen hatte keine Chance. Ist sehr schön, um damit rumzuspielen. Damit kann man eine Welt richtig schön kaputt machen und sieht effektvoll aus. Hier ist mein Purzelchen. Ja, nach einer Quatsch, Purzelchen, Flöckchen. Flöckchen nenne ich dich. So. Das ist mein Flöckchen. Falls ihr das mitgekriegt habt, die muss man erstmal kaputt hauen, bis die einem ganz schön, sich hinlegen. Und dann kann man die hier mit so einem Skarabäus dann zähmen, wenn die liegen. Das Ganze ist ein kleines Geheimnis, was man aber auch relativ gut rauskriegt. Und zwar mit diesen Tafeln, die man craften kann. Ich muss mich jetzt erstmal, ja, müsste mal gucken mit Hunger. Ich habe ja gestern schon versucht, den zu füttern. Das ist mein erster T-Rex. Aber ich werde mich hier in dem Chunk jetzt demnächst öfters aufhalten. Und werde den T-Rex mit Sicherheit an einen Ort bringen, wo er vielleicht außerhalb der Chunks ist. Damit er nicht verhungert. Und werde auch ein paar Fieder und sowas bauen. Um einfach klarzustellen, dass es dem armen kleinen Flöckchen gut geht. So, wir gehen mal in die Heimatbasis und dann in meine Magierschule, weil da habe ich oben mein Zeug liegen, welches ich gebraucht habe. Extra speziell gecraftet habe ich nichts dafür, außer hier ein paar von den Singularitäten, aber wie gesagt, da hatte ich ja schon mal gezeigt, wie die gehen. Die sind ja Teil eines Rezepts. Ansonsten braucht man dafür hier ein Nighthor. Das kennt ihr ja, das ist aus Redstone und Glühstein. Und ein Dark irgendwas, oh, das ist aus, glaube ich, Redstone und Kohle oder Glühstein und Kohle. Und wenn ihr die zwei kombiniert, kriegt man hier so ein arkanes Siegel. Ist also relativ simpel und einfach gestrickt, das Ganze. So, da habe ich all mein Zeug wieder aufgesammelt. Aber ich kann die Tränke tatsächlich hier mal in dem Magierturm lagern. Ich hatte gar nicht mehr dran gedacht, dass die Instant Damage Tränke, dass ich die noch kombinieren muss, um daraus Slowness hier Speed, um daraus noch ein Werftrank zu machen. Ich glaube, mit Gunpowder ging das. Da kann man da einen Werftrank draus machen, habe ich ganz verpeilt. Aber okay, ich arbeite normalerweise ja nicht mit den Dingern und da kann das schon mal passieren. So. Auf jeden Fall hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. War mal ein bisschen abgedreht. Folge 100, wenn man alte Staffel gesehen hat, mache ich sowas mal ganz gerne. So ein bisschen abgedrehter und verrückter. Ich finde das einfach, gehört auch mal dazu. So, wem es natürlich nicht gefallen, gefällt sowas natürlich überhaupt nicht. Da muss ich dann sagen, ja, ist auch in Ordnung. Muss ja nicht jedem gefallen, man muss ja nicht unbedingt gucken. So, auf jeden Fall tue ich das hier mal kurz wegsortieren. So, die kommen hier rein. Die nehme ich mit. Dann haben wir hier Enderperlen. Gut. Wir hatten in der letzten Folge hier hinten... Oh. Hier hinten unseren MFSU gebaut.
wie ihr seht, ist der fleißig am Laden und am Laden und am Laden. Das ist natürlich super. Jetzt haben wir hier alles auf 512 EU. Das heißt, wir können hier die ohne Probleme normalerweise betreiben. Die brauchten ja irgendwas um die 100. Und hier hinten und dort alles fast gleichzeitig. Dann geht der zwar schneller, relativ schnell leer, aber normalerweise müsste genügend Energie vorhanden sein. Gut, ich komme jetzt auch einer Bitte nach, die schon lange gehegt wird, schon seit Staffel 1, und werde mich bald an ein AKW machen. Sobald ich da den richtigen Platz gefunden habe, weil ich möchte das gerne etwas außerhalb bauen, weil wenn das in die Luft geht, dann geht es richtig in die Luft, also da steht dann kein Grashalm mehr auf dem anderen. Vor allen Dingen nicht so, wie ich das AKW bauen möchte. Gut, aber wie gesagt, das wird jetzt demnächst passieren, also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen. Demnächst gibt es hier eine AKW-Folge, Also in einer werde ich das sowieso nicht schaffen, das werde ich schon ein paar Stück brauchen. So, okay. Also AKW-Folgen. Es wird auch keine standardmäßige AKW-Folge sein. Also ich muss sagen, ich baue kein Standard-AKW. Das heißt, ich baue mit den Mods, die ich zur Verfügung habe. Das ist mal so eine Bedingung von mir, die ich ja von vornherein schon mal sagen muss. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst und jetzt nicht denkt, ich baue hier ein Standard-AKW. Nein, das ist wirklich ein bisschen exklusiver. Sowas hat man manch einer schon gesehen, manch einer mit Sicherheit noch nicht. Wird auch nur mit Dingens nicht nachvollziehbar sein. Also nur mit, Industrial Craft, dann da braucht man schon ein, zwei Mods mehr. Gut, Rest der Folge verbringe ich jetzt mal schwuppdiwupp damit und mache mir noch ein, zwei Sachen. Oder beziehungsweise ich müsste eigentlich noch hier was haben. Ah, hier ist er. Einen Lapatron-Kristall. Der kommt direkt hier hinten rein. Den werde ich nämlich auf kurz oder lang brauchen. Den will ich auf jeden Fall voll haben. Gut. Okay. So. Farmentechnisch wüsste ich jetzt auch gerne noch, was ihr gerne haben wolltet. Also ich habe ja als letztes hier hinten die Pilzsuppenfarm gebaut, die so auch als Milchfarm funktionieren würde. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Sonstige Farmen sind mir ehrlich gesagt nicht gelungen. Also wüsste jetzt nicht mehr, was ich machen könnte an Farmen. Ich könnte noch eine automatische Blumenfarm machen, aber die bringt euch eigentlich weniger. In Staffel 1 hatte ich ja schon mal eine Blumenfarm gemacht. Die reicht eigentlich vollkommen aus. Aus Blumen EMC zu ziehen, um damit Diamanten herzustellen, lohnt sich nicht. Glaubt's mir, ich habe es probiert. Das ist wirklich relativ unlohnenswert. Da macht lieber eine Monsterfalle, habt ihr mehr von. Gut, Äquivalent Exchange, haben wir auch was durch. Ich persönlich würde gerne vorne mit meinem Tor weitermachen. An hier dem Gelände. Aber 9 Minuten habe ich jetzt schon rum. Das heißt also, da ist schon ziemlich viel Zeit vergangen. Vor allen Dingen geht gerade die Sonne unter, sehe ich. Das heißt, ich bleibe mal ganz kurz hier und tue mir mal kurz die Sachen zusammensuchen, die ich brauche für vorne das Tor. Anzufangen. So. Und jetzt hole ich hier hinten aus den Kisten, dann können die auch ein bisschen arbeiten. Davon nehmen wir mal 2 Stacks mit. Davon hole ich 2 Stacks mit.
werde ich nicht brauchen, da werde ich auch nicht brauchen. Oh ne, machen wir und davon mit. Ja, was ist mit euch? Seid ihr am Arbeiten? Nein, ihr seid nicht am Arbeiten. Wieso seid ihr nicht am Arbeiten? Wieso? Hab ich aus Versehen hier eine Leitung zertrümmert? Energie ist da. Leitung ist da. Müsste eigentlich Strom da sein. Und ihr müsstet eigentlich arbeiten. Ha. Haha, was ist hier los? Was? Hier ist ziemlich genau das Gleiche, hier fehlt auch Strom. Wo ist mein Schlüssel? Mein Schlüssel. Elektronik, Wrench, da ist er. So. Oh, du Witzka, was ist in die Luft geflogen? Du bist in die Luft geflogen. Wieso bist du in die Luft geflogen? Du müsstest doch eigentlich, High Voltage vertragen. Aha. Vertragen die Dinger also nur Medium Voltage? Oh, dann muss ich hier noch ein kleines bisschen dran rumfeilen. Wenn die nur Medium Voltage vertragen. Gut, okay. Ich dachte, die vertragen High Voltage, aber okay, wir lassen uns ja gerne eines Besseren belehren. Auf jeden Fall ist das hier jetzt am Laufen. Mal gucken. Jo, die laufen, das ist wunderbar. Gut, weiße Tasche und einmal so weg. So, was kann ich noch brauchen? Die brauche ich nicht, die auch nicht. Ach, die vielleicht, aber hier die brauche ich. So, nehmen wir davon mal ein Packen mit. Und dann latschen wir mal ins Bett. Gute Nacht. So. Schauen wir mal hier vorne. Also das Tor. Da müsste ich eigentlich hier noch einen Turm bzw. zwei Türme ziehen. So, gucken wir mal kurz. Beutel. Du kommst dahin. Du kommst hier unten hin. So, ich müsste auf jeden Fall hier vorne zwei Türme machen und dann das Tor entsprechend. Um hier vorne also das Tor zu realisieren. Frage ist, wie breit soll das Tor sein? Dementsprechend hoch müsste, also die Türme müssten hier vorne auf jeden Fall rechts und links einer. Da muss ich davon nochmal eine Kopie machen und muss die hier hinsetzen. Und dann ein Tor machen oder beziehungsweise, ich könnte ja auch eigentlich mit der Hand Türme bauen. Ich glaube, das würde besser passen. Definieren wir mal die genaue Breite des Tores. Also die normale Straße ist 5 breit. Das Tor sollte ein bisschen breiter sein als 5.
Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das mal freigelegt bekomme. Ich mag Schnee manchmal. Ja, manchmal nein. Aber meistens eher nein. Okay, wenn ich jetzt von der Breite ausgehe von noch zwei mehr, dann wäre das so. So. Dann hätte ich so ein breites Tor. Da und drumhin. Beziehungsweise ein schönen Tor. Turm. Dann könnte ich noch ein bisschen mehr in die Spitze rücken. Rücken wir mit dem Tor dahin. So. So, dann habe ich ein richtig breites Tor. So, dann sollte dann natürlich mal so hoch sein wie hier die Wand. Soll ja auch größeren Geschichten Durchgang gewähren. So, machen wir sogar noch höher. So, hopp, hopp. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und zack. 1, 2. Ach ja, ich habe die ganze Zeit vergessen, eine Frage zu beantworten. Ha. Und zwar eine Frage, die ich sogar, also die ich relativ cool, cool finde. Und zwar, was würde man machen, wenn man einem Creeper in realem Leben also begegnen würde? Wollte einer meiner Abonnenten wissen. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie das bei euch ist. Aber ich glaube, ich würde gucken, schreien und laufen. Was denn sonst? Ich glaube, kaum jemand würde da hingehen und würde sagen, yay, ein Creeper! Und dann da den Helden spielen und kämpfen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber das mag es auch geben. Ist ein bisschen hoch geworden, oder? Ja. Mag es auch geben, aber da bin ich definitiv dann doch nicht der Typ für. Ich glaube, ich würde dann doch das Weglaufen und Verstecken bevorzugen. Besser, besser. Ja, ist nicht mehr so hoch. Andere waren ein bisschen übertrieben. Wenn wir schon in Minecraft sind, würde ich dann wirklich den Creeper links liegen lassen und würde in Richtung der Zombies laufen, weil Zombies dann doch angenehmere Gesellen sind wie Creeper, zumindest in Minecraft. Natürlich in anderen Realitäten und so weiter würde ich mir das dann nochmal überlegen und würde vielleicht doch den Creeper wählen und einen schnellen Tod bevorzugen, als mich in einen Zombie verwandeln zu lassen. Das ist aber eine schwere Entscheidung, muss ich sagen. Eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich glaube, ich mache ein ganz simples Tor, welches nur so hoch geht. So zackig. Weil eine richtig schöne Torform mit einem funktionierenden Tor werde ich kaum hinkriegen. Das wird relativ breit. Da muss ja einiges an Technik rein. Also wir brauchen auf jeden Fall hier dann einmal und zweimal. Also muss es mindestens so breit werden. So, 1, 2, 3. 2, 3. Hier und da. Also zweimal eine Tür und ein Gitter brauchen wir da natürlich.
Wobei das mit dem Gitter natürlich schwer wird. Beziehungsweise, naja, gut, okay. So müsste es aber eigentlich klappen. Wo ist es? Ah, da ist es. So, zack, 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 zack. Einmal bitte Material da rein. So. VV und dann zack. Extension, Creation, Extension. So. Zack. Und zack. Okidoki. Einmal das Tor, bitte. Dann hatte ich einen gehabt, der gesagt hat, da möchte ich natürlich auch drauf antworten, ich soll doch bitte die Baufolgen komplett wegschneiden. Und ja, das wäre das hier jetzt im Endeffekt, also das, was ich wegschneiden sollte, wenn ich hier jetzt an mein Tor baue. Aber wenn er mit Baufolgen, könnte ich ja im Endeffekt alles komplett sein lassen und direkt aufhören. Weil im Großen und Ganzen, selbst wenn ich eine Mod erkläre und irgendwas von der Mod mache, baue ich ja auch. Minecraft ist nun mal einfach bauen. Also eine Intelligenzleistung, Minecraft ohne bauen zu spielen. Das heißt also, im Großen und Ganzen kräftet der sich ein Schwert und läuft den ganzen Tag mit dem Schwert durch die Gegend und tötet Sachen. Oder setzt, weil irgendwas anpflanzen oder sowas oder irgendwas, egal mal was es ist in Minecraft. Im Großen und Ganzen geht es in Minecraft in erster Linie doch ums Bauen. Deswegen frage ich mich, was für eine Intelligenzleistung das ist, ein Let's Player zu sagen, er soll bitte mit seinen Baufolgen aufhören und soll seine Baufolgen weglassen, weil im Großen und Ganzen besteht Minecraft 90, 95% aus Bauen. Außerdem hätte ich dann schon nach der sechsten Folge aufhören können, hätte ich einfach alle Mods vorgestellt und hätte dann einfach gesagt, in Ordnung, jetzt sind die Mods ja vorgestellt, jetzt kann ich auch direkt aufhören. Das heißt also, Junge, erst denken, dann reden, weil ehrlich gesagt, nachgedacht darüber, als du das gesagt hast, hast du nicht, weil ohne Baufolgen ist Minecraft eigentlich relativ wenig spielbar. Wenn du wirklich nur meine Mods vorgestellt haben möchtest und nur wissen möchtest, wie meine Mods funktionieren, da gebe ich dir einen guten Tipp. Das ist ganz einfache Geschichte. Du gehst auf YouTube, das müsstest du ja kennen, da findest du ja schließlicherweise auch meine Videos. Und da gibst du dann ein, zum Beispiel Äquivalent Exchange Tutorials. Oder tut. Er macht normalerweise auch den Vorschlag direkt für Tutorial. Und dann guckst du dir die Tutorial-Videos für die einzelnen Mods an. Gibt es, glaube ich, 100 Stück für jede einzelne Mod, die ich verwende. Welche ich empfehlen kann, ist natürlich die vom Direwolf 20, falls du dem Englischen mächtig bist. Weil die habe ich selber geguckt und die finde ich ganz gut. Solltest du dem Englischen nicht mächtig sein, wirst du natürlich auch Deutsche finden, die diese Mods Let's also die bei diesen Mods im Endeffekt schöne Tutorials haben. Dann hast du im Endeffekt das, was du willst, sondern zwar nur das, dass die Mod vorgestellt wird. Ohne großes Blabla zwischendrin, ohne lästiges Gebaue, wobei du dich da auch drauf einstellen musst, dass die tatsächlich auch bauen werden. Aber ich denke mal, das bisschen Bauen, um die Mods zu erklären, wirst du gerade noch so verkraften können. Das mag sich jetzt alles ein bisschen hart angehört haben, aber im Großen und Ganzen kann ich mit der Aussage, mach doch bitte keine Baufolgen mehr und mach das alles offline nichts anfangen, weil dann wäre gar kein Let's Play da. Und da frage ich mich dann wirklich, was demjenigen durch den Kopf geht, wenn er sowas verlangt oder besagt, nach sowas fragt. So, und da muss ich halt eben dann einfach mal nachhaken. Der kann sich natürlich auch gerne dazu äußern. Falls ich ihn jetzt komplett falsch verstanden habe, werde ich mich damit natürlich wieder auseinandersetzen und werde ihm auch dementsprechend Antwort geben.
dazu einfach nur wieder einen Kommentar schreiben, entweder privat an mich oder ins oder halt eben wieder hier unter die Folge, falls der mich überhaupt noch guckt, weil ich ja noch immer Baufolgen produziere. So. Okidoki, das ist das. Jetzt haben wir hier links und rechts schön frei. Oh, das guckt mal hier. Pi mal Daumen gemacht und hier genau diese Kante getroffen. Das ist nicht schlecht, finde ich. So, wie viel Platz haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. So, 7 und 5. Da müsste da der Mittelpunkt sein. 1, 2, 3, 4. Wenn man hier 5 gehe. 2, 3, 4. Zack, zack, zack. Ja, wäre das. 1, 2, 3, 4. Ah nein, das sind nur 3. 1, 2, 3. Zack, 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 zack. So, 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 so. Eins, zwei, drei. So, das wäre dann der Durchmesser von diesen Türmen. Die sind relativ klein, aber das sind noch nicht wie hier hinten die Wohntürme, sondern das sind ja die Wachtürme nur für hier vorne das Tor. Da muss die Kommandantur, wird da permanent abgelöst und da gibt es auch keine, die da übernachten. So, so. Gut, dann wäre das so. Jetzt muss ich nur gucken. Gut. Ist mir aber trotzdem, ist mir ein kleines bisschen zu klein. Das heißt, ich mach mal hier zwei noch weg. So, zwei weg. Und hier hinten zwei weg. So. Dann habe ich hier nicht mehr die Kante, aber ich kann das Ganze hier größer machen. Dann kann ich mich hier eins rüber gehen. Dann müsste hier auch 2, 3, 4 und hier hinten müssten auch 1, 2, 4 bis zur Mauer sein. Gut, dann muss ich hier auch wieder wegmachen. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Und zack. Und 2, 3, 4. Und zack. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Und zack, zack. Gut, dann habe ich hier... Da wird die Mauer angeschlossen, da müssten zwei eigentlich sein. Zack, 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 zack und zack, zack. Zwei, zwei und eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann ist da die Mauer da an der Seite angeschlossen. Das ist so okay. Gut, das ist okay, das kann man so lassen. Dann gehen wir mal hier auf die Seite. 1, 2, 3, 4 und zack. 1, 2, 3, 4 und da ist einer. Gut. 1, 2, 3, 4 und zack. Oh. Steine, 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 Steine. Zack. Und einmal 64. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und 1, 2. So, damit haben wir die zwei Türme angedeutet. Das Tor angedeutet. Und... Jo. Dann machen wir jetzt hier ein schönes Tor drumrum. Hochziehen werde ich das alleine, aber den Rest werde ich mal gucken, wie ich das genau mache. Ich überlege mir da was und ich melde mich
dann morgen wieder, weil wie ich sehe, bin ich über die 30-Minuten-Marke geschlittert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.